Hallo, ich bin Rita. Heute habe ich euch das Buch Der kleine Igel und die Schneelawine mitgebracht. Das Buch nimmt uns mit in die Weihnachtszeit. Das kleine Eichhörnchen ist gerade auf dem Weg zu seinem Opa, der krank ist und hat Essen und Geschenke zusammengepackt. Leider ist das ganz schön schwer. Da kommen der kleine Igel und seine Freunde zu Hilfe. Alle zusammen gehen sie zu Opa Eichhorn. Der freut sich riesig, dass die kleinen Tierchen an ihn gedacht haben. Doch auf dem Rückweg geraten die Freunde in ein Schneegestöber. Sie werden fast von einer Lawine erwischt, können sich aber gerade noch rechtzeitig in die Höhle retten. Doch wie geht es jetzt weiter? Denn der Weg ist komplett mit Schnee verschüttet. Die Tiere bekommen langsam Angst. Was sollen sie nur tun? Da hat der kleine Igel eine Idee. Die verrate ich euch aber noch nicht, denn die könnt ihr selbst herausfinden in dem Buch. Ein besonderes Highlight beim kleinen Igel ist seine rote Mütze. Die rote kuschelige Mütze ist nicht nur sein Marken- und Erkennungszeichen, ihr könnt sie auf jeder Seite entdecken und befühlen. Ich habe euch heute vorgestellt, Der kleine Igel und die Schneelawine. Erschien bei Brunnen. Diese und viele weitere Angebote in unseren Filialen oder auf alpha-buch.de.